Heute bei Auf Streife die Spezialisten. Brand in der Tiefgarage. Ein kleines Kind in Lebensgefahr. Ist das Auto ein Kind? Mein Baby ist im Auto. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Ja, als wir angekommen sind, war ganz klar Feuer zu sehen, das heißt somit ein bestätigtes Feuer. Wir haben sofort den Löschangriff vorbereitet, sodass die Kollegen, die in den Innenangriff gehen, auch Wasser bzw. Schaum dabei hatten. Die verschaffen sich eine erste Lage. Dann war klar, dass noch Personen drin waren und wir haben einen zweiten Trupp zur Menschenrettung vorgeschickt. Personen vermisst sind. Wasserentnahmestelle, Oberflurrand neben dem Fahrzeug. Verteiler nach einer B-Länge, Angriffstrupp zur Menschenrettung, ersten C-Rohr über die Zufahrt vor. Während die Feuerwehr den Löscheinsatz vorbereitet, sorgen Polizeibeamte und Rettungskräfte dafür, dass die Menschen kontrolliert und ohne Panik das Bürogebäude verlassen. Genau, einmal bitte hier rüber. Alles gut über bei die Ihnen? Wiese, genau. Über die Wiese, bitte. Genau, einfach geradeaus weiter. Wunderbar. Bei Großeinsätzen wie diesen ist eine gute Absprache zwischen den verschiedenen Rettungskräften enorm wichtig. Feuerwehr, Polizei und Notärzte arbeiten Hand in Hand. Was habt ihr da jetzt, so einfache Rauchentwicklung oder was? Ja, wir haben schon Feuerschein auch, also es brennt tatsächlich. Wir gehen mit dem Schaumrohr vor und... Gut, alles klar. Wir stehen hier parat, falls noch was sein sollte. Wunderbar, danke. Beim Besichtigen der ersten Lage der Tiefgarage kamen uns schon Menschen entgegen. Wir haben eine sehr hohe Rauchsäule gehabt. Es war fast Nullsicht. Wir konnten Feuerschein erkennen. Und zwar nicht ganz klar, sind noch Personen da. Die erste Einschätzung hat ein bisschen gedauert. Dies konnten wir tatsächlich erst feststellen, nachdem wir unseren ersten Trupp im Angriff hatten. Plötzlich verschärft sich die Situation. Die Herrschaften, bitte alle auf die breiten Fläche, dass die Rettungskräfte um sie kümmern können. Die junge Frau hat in einem Auto in der Garage ein kleines Kind zurückgelassen. Über das Babyfon hört sie sein Schreien. Ich habe unten am Auto, rotes Auto, ein Kind. Mein Baby ist im Auto. Geht mal gucken, was das Baby im Auto ist. Oh, das ist ein Die Dame gab an, dass wohl noch ein Kind im Auto sei, in dieser Tiefgarage eingesperrt. Wohl über keinen langen Zeitraum, aber natürlich konnten wir diese Person dann nicht durchlassen, denn die kommt da lebend nicht mehr raus. Auch wenn das Leben eines Babys in Gefahr ist, müssen die Rettungskräfte den Einsatz umsichtig koordinieren. Die Eigensicherung steht dabei an oberster Stelle. Martin Fuchs kümmert sich um die aufgewühlte Frau. Pass auf, wir gehen jetzt mal nach vorne hin. Jetzt beruhigen Sie sich. Ich muss dich messen. Ja, alles wunderbar. Ich muss die Mutter an. Das ist nicht mein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Ich bin die Tagesmutter von dem Kind. Jetzt muss die Feuerwehr kümmert sich darum. Vertrauen Sie uns. Das ist alles gut. Alles gut. Die junge Frau hat den kleinen Jungen nur für wenige Minuten alleine im Auto gelassen, während sie etwas besorgen wollte. Zur Sicherheit hat sie das Babyfon im Auto bei dem Kleinkind hinterlassen. Angriffsleiter vor Angriffsdruck. Ja, gehen noch Linksanträge vor. Wir schicken unsere Leute rein in ein Haus, das ist der sogenannte Angriffstrupp. Der Angriffstrupp macht sich tatsächlich Gedanken darüber, welche Regel er nimmt. Wir haben Regeln, es gibt zum Beispiel die Rechts- oder Linksregel. Das heißt, man hangelt sich an den Wänden bei Nullsicht, das heißt, also wenn ich gar nichts sehe, immer von Seite zu Seite. Es sei denn, ich kann den Feuerschein, wie jetzt hier unten in der Tiefgarage, sofort sehen, dann kann ich auch den direkten Weg einschlagen. Aber ja, es gibt da tatsächlich Regeln. Die Tagesmutter hat den Empfänger des Babyfons bei sich, doch plötzlich verstummt das Geschrei des kleinen Jungen. Ich bringe das Glasmaster mit. Bereits geringe Mengen Rauch können bei einem Baby große Schäden anrichten. Die Tagesmutter informiert währenddessen die Mutter des Kindes. Wie ist es aber passiert? Marienplatz.
und bei der Tiefgarage, ja. Und da ist ein Brand, ja. Und alles gut. Ja. Fabian ist am Auto. Ich weiß nicht, kommt. Ich muss vorbeikommen. Durch den Feuerschein finden die Rettungskräfte das Auto mit dem kleinen Kind. Aufgrund der Atemschutzmaske können die Feuerwehrleute durch den dichten Rauch vordringen, ohne sich selbst zu gefährden. Die Maske besteht aus einem oder mehreren Filtern, die das Kohlenmonoxid aus der Atemluft entfernt. Da alle Fenster des Autos geschlossen sind, ist das Kind noch vor giftigen Gasen geschützt. Jetzt muss es schnell gehen. Für einen qualifizierten Atemschutz ist jetzt keine Zeit. Daher muss in der Not ein Taschentuch vor dem Gesicht des Kindes die restliche kurze Zeit bis zur Rettung aus der Garage ausreichen. Währenddessen laufen oben die Hilfsmaßnahmen weiter. So, nochmal an alle. Zählen Sie bitte durch, ob alle von Ihnen vollzählig sind. Sind Ihre Nachbarn da? Vermissen Sie jemanden? Ja, wir gehen im Moment aktuell von einer leichten Rauchgasvergiftung aus. Sie hat aber keine ausgeprägten Symptome wie Kopfschmerzen oder Übelkeit, kann gut atmen aktuell. Genau, das weiß ich gleich in 5 Minuten. Ja, der sieht auch gut aus. Die Sättigung ist auch gut aktuell. Die ist bei 95, also wunderbar. Tief einatmen und wieder aus. Ganz ruhig und entspannt. Ne? Das kriegen wir wieder hin. Also das, was ich jetzt für unsere Patientin akut tun konnte, war eben halt ihr Sauerstoff zu geben, die Vitalparameter zu überprüfen. Sie hat Gott sei Dank keine Symptomatik wie Kopfschmerzen oder Schwindel gehabt. Sie hatte auch keinen konstanten Reizhusten, was darauf schließen lässt, dass sie halt nur ganz wenig Rauchgas eingeatmet hat, was auch wiederum positiv war. So, alle Beteiligten, bleiben bitte bis zum Ende der Maßnahmen auf der Wiese. Noch ist nicht klar, wie es um das Leben des kleinen Jungen steht. In diesen dramatischen Minuten erreicht schließlich die Mutter des Kindes den Unfallort. Jessica! Jessica! Was ist passiert? Er ist doch im negativen Garage. Er ist doch in der Tiefgarage. Was niemand ahnt, die Tagesmutter hätte gar nicht mit dem Auto fahren dürfen. Die Feuerwehr ist da, die kümmern sich. Es ist alles gut, beruhigen Sie sich. Ja, mit deinem. Mit dem ist doch kaputt, mit dem darfst du gar nicht fahren. Was heißt kaputt? Genau. Der hat einen Leck am Tank. Da kommt ein bisschen Tankflüssigkeit ständig raus. Paul, sag mal Bescheid, da ist das Auto. Das hat wohl unterm Tank, hat das einen Riss. Da läuft Benzin aus, deswegen ist wahrscheinlich das Feuer entstanden. Durch den Riss im Tank und das ausgelaufene Benzin hat ein Funken gereicht, um den Brand zu entfachen. Doch können die Einsatzkräfte das Baby lebend retten? Das Baby konnte aus dem Auto befreit werden. Bei der Mutter liegen die Nerven blank. Das Kind kommt jetzt raus. Jetzt mal eventuell die Mutter abschirmen. Wir wissen nicht, was Sache ist. Einfach mal die Mutter so ein bisschen. Ja, super. Mann, Fabian! Gut. Lass mich zu meinem Kind, bitte! Kommen, Fabian! Warten Sie doch erstmal, bis das Kind in Ordnung ist. Keine Panik, keine Panik. Man kann gerade ein Kleinkind oder ein Kind nicht adäquat untersuchen oder in Ruhe untersuchen, wenn daneben ein Angehöriger ist oder eine gestresste, hysterische Mutter, was ja normal ist, kann man das Kind nicht adäquat untersuchen. Man muss auf die Herzgeräusche, Lungengeräusche hören. Das geht nicht, wenn daneben natürlich einer total aufgeregt ist, was ja natürlich ist. Da braucht man ein paar Minuten einfach Ruhezeit, Ruhephase und danach holt man die Mutter schnellstmöglich dazu. Die Polizeibeamten müssen nun dafür sorgen, dass die Mutter die Rettungsmaßnahmen der Notärzte nicht gefährdet. Dr. Anja Brenner braucht die volle Konzentration, um gesundheitliche Schäden bei dem kleinen Jungen zu erkennen. Nur wenige Minuten später kann sie eine erste Einschätzung abgeben. Also erste Maßnahme ist Kind angucken, Hautstatus, Hautkolorit beurteilen, ob ist es blau, blaue Lippen, blass oder vielleicht auch rosig. Und in unserem Fall muss man sagen, ist alles glimpflich abgelaufen. Bestes, positives Zeichen dafür, dass dem Kind gut ist, eigentlich, dass es geschrien hat. Ja,
Die Dame sagte gut. gerade, es wäre ein Fahrzeugboden abgeparkt worden, ja. dass ein Leck habe am Tank. Im Tank ja. Und die Vermutung liegt nahe, dass es wahrscheinlich zur Brandentwicklung kam durch diesen Benzinausfluss. Ja, okay. ja, der Kollege hat es wahrscheinlich auch. Ich habe meinen Computer durchgeforstet und ich habe das alles hier auf Video aufgenommen. Also wir haben hier ein Video auf einem Tablet bekommen von dem Besitzer der Garage, der das offensichtlich gefilmt hat. Hier kann man ganz klar sehen, das Fahrzeug, was tatsächlich auch gebrannt hat, hat eine Spur beim Einfahren hinterlassen. Wir gehen davon aus, dass es eine brennbare Flüssigkeit ist. Zudem befuhr ein weiterer Fahrgast die Tiefgarage mit einem Auto, stieg aus mit rauchender Zigarette in der Hand, verließ das Auto und schmiss sie dann tatsächlich unter das andere Auto, wo wir jetzt davon ausgehen können, dass das die Brandursache ist. Wahrscheinlich hatte das Fahrzeug, was gebrannt hat, ein Leck und somit ist es in Brand geraten. Wir waren doch gerade da in der Tiefgarage. Die hat Zigaretten. Die haben doch die Zigaretten. Okay. Die haben doch gesehen, dass der Benzin ausgelaufen war. Ruhig, ganz ruhig. Ich habe nichts gesehen. Was ist denn passiert? Sie müssen das doch gerochen haben, da war Benzin. Überall sind Schilder. Bitte beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Das ist ja auch in Ordnung, wie Sie jetzt gehandelt haben. Ich bin schnell raus. Ruhig, bitte. Aber der Herr hat den Brand verursacht. Sag mal, Freunde, rede ich unter. Ruhig bitte, lassen Sie mich doch mal ausreden. Es ist richtig, wie Sie gehandelt haben. Wir haben gerade eine Videoaufzeichnung gesehen von Überwachungskamera. Da hat man gesehen, wie Sie eine Zigarettenkippe weggeschnipst haben. Also Sie sind aus dem Auto ausgestiegen, haben die Zigarettenkippe weggeschnipst. Ja, ich hab's hier drauf. So, und dadurch muss sich dann anscheinend der Dampf des Benzins entzündet haben. Endlich gibt es von den Rettungskräften die erlösende Nachricht für die aufgelöste Mutter. Sie waren das jetzt mit dem Baby? Oder Sie? Mutter. Sie sind die Mutter von dem Baby. Ja, mit dem Kind ist geht's gut, ist wohl auf. Wir fahren aber trotzdem zur Kontrolle, zur Untersuchung nochmal ins Unikinder. Ist das mal klar geworden? Ja, ja natürlich. Dann kommst du. Nimmst du es mit? Ja. Dann bleib ich bei Ihnen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute hat das Kind keinen Schaden genommen. Nicht nur die Mutter ist erleichtert. Besonders die Tagesmutter, die den Kleinen im Wagen zurückgelassen hat, ist heilfroh über diesen glücklichen Ausgang der Rettungsaktion. Wie heißt der? Fabian. Hallo Fabian, hast du aber Glück gehabt, ne? Ja. Für den kleinen Jungen ist der ganze Trubel sehr anstrengend. Er spürt die Aufregung seiner Mutter und kann das alles nicht begreifen. Notärztin Anja Brenner will ihn so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen. Also ich kann Sie erstmal beruhigen. Der kleine Mann hat Glück gehabt. Oh je. Das, weil Sie jetzt so aufgeregt sind. Ja? Alles gut. Ja? Also ist wach, kann schreien. Schreien ist immer für uns ein gutes Zeichen. Sie wollen bestimmt mitfahren, ne? Ja. Sie bleiben hier. Ja, so können Sie raus. Haben Sie Wechselklamotten ja. mit, weil er nass ist? Können wir gleich holen. Aber ich kann welche holen fahren. Also wir haben jetzt gerade die Information bekommen von der Feuerwehr, der Brand ist gelöscht. So. Kind ist wohl auf. Ja. Die lüften jetzt nochmal die Garage durch und dann ziehen sie sich langsam mit den Kräften zurück. Einsatzleiter Klaus Meurer ist auch jetzt für die koordinierte Reinigung der Garage zuständig. Zum Schluss haben wir den Drucklüfter vorgenommen. Der ist dazu da, um den Rauch aus dem verrauchten Bereich rauszubringen. Funktioniert ganz einfach. Wir geben einen Überdruck in ein Gebäude und an einer Stelle, die im Gebäude oben ist, wird der Rauch rausgedrückt. Somit haben wir eine Rauchfreiheit und können dann ohne Atemschutzgerät die verrauchte Stelle betreten. Währenddessen muss sich der Verursacher des Brandes immer noch für sein verantwortungsloses Verhalten rechtfertigen. Er wird für den Einsatz und den Schaden aufkommen müssen. Wir nehmen die Mutter mit. Genau, die Mutter fährt mit und es war sie auch verletzt, die Freundin. Die Blonde. Die Nanny oder was? Ja, genau. Augenscheinlich ist es nicht. So, da fährt die, ja, alles klar, weiß Bescheid. Aber da kann vielleicht hier noch mal einer von dem anderen RTW drauf. Ja, ja, ist gut. Nehmen wir das schon ganz gern mit dem Baby dann. Ja. Der kleine Junge hat aller Voraussicht nach keine Verletzungen davongetragen. Auch die übrigen Mitarbeiter aus dem benachbarten Bürogebäude haben Glück gehabt und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Eine ältere Dame hat eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Sie wird wahrscheinlich ein paar Tage im Krankenhaus verbringen müssen. So, wir sind angemeldet. Ja. In Meerheim geht in Ordnung. Ne? Primär Rauchgasintox. Mit chirurgisch. Ja, ist wunderbar. Ja. Vielen Dank. Dann machen wir uns einmal auf die Socken. Bis gleich. Fahren wir los, ne? Ja, bis gleich. Ciao. Die
Die Rettungskräfte können zusammenpacken und den Einsatz beenden. Eine aufreibende Schicht geht auch für die Polizeibeamten Paul Richter und Martin Fuchs zu Ende. Einsatzleiter Klaus Meurer ist sehr zufrieden. Ja, bei allem Respekt für den Einsatz. Also wir haben schnell das Feuer unter Kontrolle gehabt. Die Menschenrettung hat einwandfrei funktioniert. Dank unserem Rettungsteam wurden auch alle sehr schnell betreut. Das Kind ist ohne Schaden rausgekommen. Ich habe eben noch gehört, dass es dem Kind sehr gut geht. Es ist jetzt in der Klinik, in der Kinderklinik. Und wir können sagen, wir haben alle einen Schutzengel gehabt.